Das Weltwirtschaftsforum nennt 5 globale Risiken: Massenvernichtungswaffen, Naturkatastrophen, Extremwetterereignisse, das Versagen bei der Bekämpfung des Klimawandels und sogenannte Wasserkrisen. Das sind ausgedehnte Dürren sowie heftige Überschwemmungen. 5 Risiken, die den Weltfrieden massiv bedrohen. Der Klimawandel ist die größte Gefahr für die Menschheit, sagt UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Der Grund? 4 der 5 größten Bedrohungen werden verursacht oder verstärkt durch die globale Erwärmung, also durch den Klimawandel. Ein Beispiel: Flucht und Vertreibung. 76%, also 3/4 aller Menschen, die im Jahr 2016 ihre Heimat verlassen mussten, taten dies nicht wegen Kriegen oder Armut, sondern wegen extremer Wetterereignisse. Und die wird es öfter geben, wegen des Klimawandels. Je mehr sich die Erdatmosphäre erwärmt, desto häufiger werden Dürren und extrem lange Trockenperioden. Wasserknappheit wird zu einem der größten globalen Probleme der nächsten Jahrzehnte. Die Jahre 2015 bis 2017 waren die heißesten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Der Trend ist eindeutig. Die Jahre seit der Jahrtausendwende zählen alle, bis auf eins, zu den heißesten, die je gemessen wurden. Der Mensch verursacht den Klimawandel, zum Beispiel durch das Vernichten von Waldgebieten. Bäume speichern CO2. Weniger Bäume heißt mehr CO2 in der Atmosphäre. Allein 2016 wurde weltweit etwa so viel Wald abgeholzt wie 75% der Fläche Deutschlands. Was den Klimawandel ebenfalls anheizt, die Fleischproduktion in Massentierhaltung. Die Tiere erzeugen bei der Verdauung das Treibhausgas Methan. Das ist 25 Mal so schädlich wie CO2. Durch die Fleischproduktion werden weltweit knapp 15% aller Treibhausgase erzeugt. 2015 haben im Pariser Klimaabkommen alle 196 Staaten der Welt vereinbart, die Erderwärmung zu begrenzen. Auf 2 Grad. Die Zeit drängt. 1 Grad ist die Temperatur bereits gestiegen. Und die 2 Grad werden schon 2040 erreicht.